Yo, hier ist der Olli von Session und ich zeige euch heute, wie man auf einem Fuegros-Brett Seiten wechselt. Yo, da sind wir auch schon. Ich habe euch hier mal eine super geile Chave mit Maple Neck ausgesucht, an der man ganz gut erklären kann, worauf es bei so einem Fuegros-System ankommt. Und das Interessante an so einem Fuegros-System ist natürlich das, dass es in der Regel frei schwebend aufgehangen ist. Ja? Ihr seht es ganz gut hier vorne. Hier gibt es diese Messerkanten, die auf diesen Bolzen hängen. Ja? Und somit lässt sich das Vibrato-System natürlich reibungsfrei nach vorne drücken oder auch nach hinten ziehen. Ja? Da werden natürlich die Seiten höher oder tiefer. Ich meine, ihr kennt das ja, ist ja klar. Worauf es natürlich beim Seitenwechsel jetzt ankommt oder generell, wenn die Gitarre gut eingestellt sein soll, ankommt, ist folgendes. Das Vibrato-System sollte immer parallel zur Decke stehen. Ja? Das sieht man jetzt hier ganz gut. So ist es eigentlich ganz geil. Ja? Wenn die Gitarre nachher beseitet ist, sollte das Ganze nicht so aussehen. Und das Ganze sollte vor allen Dingen auch nicht so aussehen. Ja? Oft ist es so, dass halt Gitarren, die hier in den Laden kommen und die eingestellt werden sollen oder wo die Seiten gewechselt werden sollen, so ausschauen oder entweder so ausschauen, ja, und halt der Kunde ist dann meistens ein bisschen ratlos, weiß nicht so recht, was er damit machen soll. Und wir stellen dann die Gitarre sozusagen an der Federkralle und am Seitenzug wieder gerade. Ja, so müsst ihr das immer verstehen. Auf der Vorderseite ziehen die Saiten und auf der Rückseite bietet die Federkralle mit den drei Federn und dem Tremolo-Block das nötige Gegengewicht. Und das ist das ganze Spiel, worum es jetzt hier gleich gehen wird. Ja. Ich habe jetzt die Gitarre mal sehr, sehr perfekt eingestellt. Das ist so meine Lieblingsseitenlage. Ist auf der hohen E-Seite 1,5 mm. Das sieht man ganz gut. Das Plektrum hängt. Ja. Ansonsten fällt es hier oben praktisch an der dicken, fetten E-Seite runter bis zur H-Seite. Das heißt, ich habe oben ungefähr 1,6. Hier unten 1,5, das ist meine Lieblingsseitenlage. Der Hals hat eine ganz, 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 ganz leichte Wölbung. Somit habe ich das Schnarren sozusagen auf den ganzen Hals verteilt und habe eine sehr, sehr super geil zu spielende Gitarre. So, was ich jetzt mache, ist, ich will erstmal die ganzen Saiten entfernen. Dafür brauche ich natürlich meinen Seitenschneider. Ja, den kennt ihr noch aus dem vorangegangenen Video. Natürlich nachher den Schlitzschraubenzieher, um auf der Rückseite die Federkralle zu justieren. Und ich lege jetzt erstmal unter das Vibrato, damit mir das nicht hinten weg sagt, irgendwas unter. Das kann ein Stück Holz sein oder ein Pinsel oder irgendwas, was nicht zu hart ist und das Metall. Ich lege es mal unter und schneide erstmal die ganzen Saiten durch. Ja, das ist ein bisschen brutal. Ich meine, oft ist es so, dass man sagt, komm, lass uns doch die Saiten einzeln wechseln. Mir ist das zu langsam. Wenn ich jetzt anfange, die Saiten einzeln zu wechseln und einzeln aufzuziehen, dann bin ich morgen noch dran. Ich mache das lieber in einem Rutsch hier durch und ziehe die Saiten raus und habe nachher freie Bahn. Was ihr jetzt hier ganz gut seht, ich bin vorne hier. Zack, ich habe jetzt alle Saiten durchgeschnitten. Ihr seht die Hälften hier, darum mache ich jetzt einen Knoten. Somit fliegen wir die gleich nicht auseinander und jetzt rupfe ich die einfach mit einem Rupf weg. Damit habe ich hier alle sechs Saiten. Die lege ich mal zur Seite. Das gleiche mache ich jetzt hier drüben, wenn ich meinen Imbusschlüssel finde. Ich löse erstmal die ganzen Saiten hier. Hier, das ist natürlich eine Geschichte. Die Saiten sind beim Fuegros-System durch solche Bolzen und solche kleinen Steinchen eingeklemmt. Ja, wenn ihr mal hier schaut, das werde ich auch nachher nochmal erklären, wenn ich die reinstecke. Hier stecken die drin. Ja, sind natürlich festgeklemmt. Und das löse ich jetzt erstmal. Oft ist es natürlich auch so, dass viel zu viel Kraft bei dem Zudrehen der Saiten angewandt wird. Insofern springen dann die Steinchen und man bekommt die Steinchen nicht mehr zurückgesetzt. Das heißt, das Steinchen hängt hier fest, ja, und hält die Saite fest. Insofern ist es wirklich sehr, sehr schwierig, manchmal die Saiten rauszubekommen. Man muss dann mit dem Schlitzschraubenzieher die Steinchen zurückziehen. Am besten muss man die Steinchen auswechseln. Oder man macht es gleich so, dass man die Steinchen einfach nicht zu sehr quetscht und damit platzen die auch nicht auf und damit ist alles erstmal okay. Die sind also wunderschön, man sieht es ja, es ist eine neue Gitarre. Da waren noch alle Menschen nett zu ihr, das ist ganz toll. Jetzt hole ich die sechs Stück hier raus, mache wieder meinen heiligen Knoten drumherum, denn ich will ja im Mülleimer nicht 12 Seitenenden haben, sondern nur zwei Päckchen. Ja, alles klar. Gut, die Gitarre ist fit und okay. Jetzt kann man, wenn man will, wenn die Gitarre ein bisschen älter ist oder hat jetzt ein Rosewood Fingerboard, kann man ein bisschen Öl drauf machen oder man macht mal den ganzen Staub weg und man macht es mal sauber, nimmt halt ein Pinselchen oder macht ein bisschen Waffenöl aufs Floyd Rose. Das ist übrigens Waffenöl oder so Badistol ist wirklich der beste Freund eines Floyd Rose Systems, dürft ihr nicht vergessen. Holt euch mal so eine kleine Flasche, ja, also kann man auch gut nehmen, um Pferdehufe zu pflegen oder Wunden auszuwaschen, ja, aber jetzt in dem Fall kann man das gut nehmen, um hier das Floyd Rose schön einzufetten und ihr werdet euch wundern, wie resistent es dann gegen Schweiß wird, weil ich habe schon Floyd Rose Systeme gesehen, das könnt ihr euch nicht vorstellen, da waren Schimmelpilze über den Roststellen drauf, die man
sich richtig ansehen konnte unter dem Mikroskop, das hat fast gelebt. Das war der unfassbare Wahnsinn. Ja, da muss man also echt drauf aufpassen, dass wenn man schwitzt, dass man dann die Gitarre sauber macht oder praktisch am besten vorm Schwitzen noch mit Ballistol einreibt, auch hier jeweils praktisch einen Tropfen reinlaufen lässt. Und damit hält so ein Fleurjoss bestimmt 20, 30 Jahre. Also mein ältestes Fleurjoss ist auf jeden Fall über 20 Jahre alt und das läuft und schmiert und hat keine Verstimmung, ist voll der Hammer. Ja. Okay, jetzt nehme ich mal die neuen Saiten. Und jetzt ist es natürlich so, dass beim Fleurjoss-System bei den Saiten die Ballends abgeschnitten werden. Ja. Es gibt auch Systeme, da werden die Saiten mit Ballend durchgezogen. Ich mache das so, dass ich jetzt hier in dem Fall die Saiten abschneide. Das bedeutet, klar, ich meine, wie soll das gehen? Ne? Die Saiten müssen ja hier reingesteckt werden. Das geht natürlich nicht mit einem Ballend. Insofern schneide ich das ab. Ja? Und jetzt geht es folgendermaßen zur Sache. Ich stecke das hier senkrecht rein. Nicht so schräg, auch nicht so, sondern schön senkrecht aufrecht rein. Dann halte ich sie kurz fest und drehe die Saite handwarm zu. So, das soll genügen. Ja? Und das Ganze mache ich jetzt auch mit der A-Seite. Wie gesagt, es kommt immer darauf an, dass man nicht zu viel Zug und zu viel Druck auf die Steinchen setzt, gerade so, dass sie nicht rausflutscht. Das passt schon. Und wenn sie einem rausflutscht, dann ist es besser, als wenn man das Steinchen kaputt gemacht hat. Ebenso, vielleicht ist es vielleicht ein ganz guter Tipp, mit der stumpfen Seite und nicht mit dem Hebel das anzusehen. Wenn ich mit dem Hebel hier wirke, dann habe ich die Möglichkeit, wirklich diesen Rahmen hier zu zerstören und auch das Steinchen. In dem Fall nehme ich lieber erstmal die stumpfe Seite und habe damit auf jeden Fall genug Kraft, um die Seite am Rausflutschen zu hindern, denn dafür ist ja das Steinchen da. Ja. Jetzt gehe ich nochmal auf die D-Seite hier. So geht es halt jetzt weiter, bis man die ganzen Seiten drin hat. Wie gesagt, man hat, wenn man alle sechs Seiten runter macht, eine ganz gute freie Bahn, um eventuelle Pflegearbeiten durchzuführen. Das sollte man bei einer Gitarre sowieso nicht vergessen, finde ich, dass man ab und zu mal einfach mal eine Gitarre sauber macht. Ich meine, Macken finde ich nicht so schlimm, aber Rost, gerade wenn es um Rost geht, bei so Brückenteilen oder überall da, wo Schweiß im Spiel ist, ist es natürlich ein bisschen problematisch, weil dann auch die Haltbarkeit der Gitarre leidet oder vielmehr die Haltbarkeit der Hardware. Und so muss dann auch ab und zu mal ein neues Fleurjoss her. Hier haben wir es übrigens zu tun mit einem Original Fleurjoss. Das ist mein bester Freund. Ja, ich finde ja die Sachen, praktisch die ursprünglichen Geschichten, oft am besten, weil da einfach die reinste Idee drin steckt und das Ding ist so geil aufgebaut, so simpel aufgebaut. Da gibt es keine eingebauten Blackboxes oder irgendwelche Kugellager oder hast du nicht gesehen Gedöns, sondern es geht einfach darum, dass man einfach ein System sich überlegt hat, was wirklich optimal verstimmfrei ist. Und das ist ja eine Geschichte, die bei einem Fleurjoss im absoluten Vordergrund steht. Ihr wisst ja, Fleurjoss Systeme sind entstanden als Weiterentwicklung dieses Fender Vibratos, was, wenn die Gitarre gut eingestellt ist, auch super geil funktioniert. Aber ein Fleurjoss-System ist gegenüber diesen ganzen Fleurjoss Harmonic Dive Downs Quieker viel, viel stimmstabiler als ein Original Fender Vibrato. Was natürlich daran liegt, dass die Saiten keine Möglichkeit haben, sich irgendwohin zu bewegen. Ne? Ihr seht jetzt schon hier, dadurch, dass die Saiten eingeklemmt werden, haben die Saiten keine Möglichkeit, sich irgendwohin zu verziehen. Und nachher werdet ihr sehen, wenn ich hier oben die Nuss zumache, wenn hier oben die Saiten durchgeführt werden zum Beispiel, werden die Saiten hier abgeklemmt und haben dann hier wieder keine Möglichkeit, sich zu verziehen. Das heißt, die Saite ist wirklich zwischen Nuss und Fleurjoss so eingeklemmt, dass die Gitarre nahezu verstimmfrei bleibt, auch über längere Zeit, bis halt mal eine Saite reißt. Ja? Aber das ist so die Idee von einem Fleurjoss-System. Man wollte einfach diese Art Fender Vibrato so weit entwickeln, dass man sagt, ich habe eine Gitarre, mit der kann ich am Hebel machen, was ich will, und sie verstimmt sich nicht. Ja. Es ist halt eine Weiterentwicklung, ähnlich wie eigentlich eine CD und eine LP. Ich meine, es sind auch im Prinzip dieselben Systeme, aber halt weiterentwickelt. Okay, jetzt kommt ein wichtiger Punkt. Wie viel Futter will ich denn hier auf den Mechaniken haben? Ja, das heißt, ich habe jetzt hier die E-Seite zum Beispiel. Die reicht eigentlich bis zur hohen E-Seite, aber ich brauche gar nicht so viel. Ich schneide die E-Seite einfach zwei Mechaniken weiter ab. Ja, dasselbe mache ich mit der A-Seite, zwei Mechaniken weiter ab. Ich glaube, ihr kennt das schon vom Fender-Video. In dem Fall ändert sich hier gar nichts. Bei der D-Seite ebenfalls. Bei der G-Seite möchte ich gerne drei Mechaniken haben, weil das nur umsponnen ist. Ja, das heißt, ich ziehe dann entsprechend die Seiten oder die Seite zum Maß nehmen zurück. Zack, habt ihr gerade gesehen. Und jetzt gibt es nochmal extra Einladung. Hier ist die E-Seite. Eins zurück, zwei zurück, drei zurück. Zack, abschneiden. Und los geht's. Gut, super. Jetzt hole ich mir noch eine Seitenkurbel. Ich meine, ihr seht, das ist alles ganz
super live hier. Wir sind hier direkt am Session Music Einstelltisch. Hier sind ganz, ganz viele Leute auch am Wochenende, die ihre Gitarren einstellen lassen. Das ist eigentlich fast wie eine Fahrradwerkstatt hier. Wenn hier was los ist, da werden hier praktisch in 3 Gruppen Gitarren eingestellt. Und es war mir immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass ich in einem Musikladen arbeite, wo praktisch gut eingestellte Gitarren auch ausgestellt sind und auch verkauft werden. Ja, es ist, denn man kann eine Gitarre wirklich kaputt machen oder also doch eigentlich schon richtig, richtig zerstören, wenn man sie einfach nicht gut einstellt. Das heißt, der Kunde nimmt sie in die Hand und hat überhaupt keinen Bock mehr drauf. Und insofern war es mir immer eine große Freude, die Gitarren gut einzustellen. Und deswegen mache ich auch den Workshop für euch. Okay, ich gehe mal hier durch. Jetzt geht es praktisch durch die Klemmnuss durch. Seitenniederhalter oder String Tree auf Deutsch drunter durch. Und jetzt stecke ich einfach die Seite so einen kleinen Millimeter durch das Loch hier durch. Zack. Hier sieht man es ganz gut. Da ist der kleine Meter oder Millimeter vielmehr. Jetzt knicke ich die Seite, halte sie kurz fest. Und jetzt ist natürlich ganz wichtig, dass ich die Seite mit Zug aufziehe. Ihr seht hier an meiner linken Hand habe ich so eine Art Umlenkrolle am kleinen Finger. Das kann man ganz gut sehen. Und jetzt kurbel ich einfach die Seite mit der Seitenkurbel nach oben, wie sie eine ganz gute Spannung hat. So geht es jetzt weiter mit der A-Seite. Immer schön die Nuss hier praktisch die Plättchen anheben mit der Imbusschraube, dann unter den String Tree durch. Dann zieht man sie durch und dann kommt das gleiche Spiel wieder durch die A-Seite. Ich muss den Millimeter hier vorne sehen, drehe sie durch, gebe der Seite den Knick, ziehe sie hoch, zack, zack. Es ist immer wichtig, dass die Seiten mit Zug aufgezogen werden, weil sonst bekomme ich dieses lose Seiten-Wollknäuel-Gewühl auf die Mechanik drauf. Darauf habe ich keine Lust, denn ich will ja, dass die Gitarre nachher sich möglichst schnell stimmen lässt. Und da ist natürlich zu viel Spiel auf den Windungen immer sehr, sehr hinderlich und nervig, weil ich muss die Seiten dann ewig dehnen, bis die mal fertig ausgedehnt sind. In dem Fall, wenn ich das mit viel Kraft mache, dann funktioniert das besser. Zack. Das sind wir schon bei der D-Seite. Also ich hatte vor Floyd Rose Gitarre nie wirklich Angst. Meine erste Gitarre war eine Floyd Rose Gitarre. Insofern habe ich das immer ganz, ganz gut gelöst für mich selber. Aber ich erlebe im Verkauf, dass natürlich viele Leute mit einem Floyd Rose erstmal wirklich nicht umgehen können. Manchmal ist es sogar so, dass sich Leute eine Floyd Rose Gitarre kaufen. Vielleicht aus Gleichgültigkeit oder ich weiß es nicht genau. Und dann eine Woche später wieder in den Laden kommen und sich das Floyd Rose System feststellen lassen. Ja? Und deswegen sage ich natürlich immer, ey, wenn ihr euch eine Gitarre kauft und ihr wisst nicht, ob ihr einen Floyd wollt, dann holt euch keins. Ja? Wenn ihr eins wollt und ihr wisst, dass ihr eins wollt, dann haut auf die Kacke und macht's einfach, dann ist es geil. Denn dann hat man die supergeil verstimmfreiste Gitarre überhaupt. Aber wenn man es nicht genau weiß, ob man es will und wenn man es vielleicht nur macht, weil die Gitarre irgendwie cool aussieht und weil man immer einen Hebel wollte und man will aber nicht, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass nachher die Gitarre festgestellt werden soll. Man kommt dann hierher und sagt, ey, ich habe eine Floyd Rose Gitarre, ich brauche das Vibrator-System aber nie, mögt ihr mir sie vielleicht feststellen. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich dann oft ein bisschen verständnislos reagiere und sage, ey, warum hast du es überhaupt gekauft? Ja. Okay, jetzt sind wir hier auf der H-Seite. Ihr seht, ich mache den Knick. Ja. Ich halte es fest. In dem Moment ziehe ich die Seite um die Kurve. Los geht's. Jetzt sieht man schon, dass ich die Wicklungen unter den Seiten relativ gleichmäßig habe. Ja. Das heißt, also jede Wicklung folgt praktisch unter der jeweiligen. Kann ich hier. Jetzt bin ich schon bei der hohen E-Seite angelangt. So schnell geht das. Also wie gesagt, Floyd Rose, nur dann, wenn ihr wollt. Und wenn es geht, dann auch ein echtes, ist natürlich meistens auf den etwas höherpreisigen Gitarren noch drauf. Zum Beispiel ESP hat Original Floyd Rose oder die ganzen Charvel und Jackson Metal Axe haben oft ein richtiges Floyd Rose. Das macht immer besonderen Spaß. Okay, so jetzt bin ich schon drauf und habe die 6 Seiten drauf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hoch ziehe ich die Seiten? Ja, ich mache das erstmal so gesund, einfach nach Spannung, sodass ich mich ganz wohl fühle, weil ich weiß, ich habe 9er Satz Seiten genommen und weiß ja ungefähr, wie die sich anfühlen. Das heißt, ich mache das Ganze erstmal ein bisschen nach Gefühl und sehe jetzt schon, ich habe es ein bisschen übertrieben. Ja, man sieht, ich habe die Seiten etwas zu stark angezogen, dadurch ist das Vibrator-System hier nach oben gekommen. Ja, das heißt, ich muss jetzt natürlich sehen, dass meine Stimmung zur Vibrato-Lage passt. Ja, das heißt, wenn ich also jetzt mein Vibrato so haben möchte, ich weiß nicht, ob ihr es so seht, müsste eigentlich gehen, wenn ich das Kabel mal rausmache hier. So, wenn es so liegen soll, ja, muss ich die Seiten natürlich
entspannen oder muss die Federkralle anziehen. Das kann ich natürlich nur, wenn die Gitarre auch gestimmt ist. Dafür schnappe ich mir erstmal ein Stimmgerät. Und das ist der Punkt, wo wirklich viele Menschen, die eine Floyd Rose-Gitarre stimmen, mittelmäßig wahnsinnig werden. Denn es ist ja so, wenn ich eine Seite hoch stimme, dann ist es so, dass die anderen fünf nach unten wandern und umgekehrt. Wenn ich also eine Seite nach unten stimme, dann ist es so, dass die anderen alle nachgeben und alle fünf Restseiten gehen, also wenn ich nach unten stimme, gehen die anderen rauf und umgekehrt. Ja? Ich habe es gerade vergessen, was ich gesagt habe. Okay, also ich zeige euch das mal, wie das ist. E sind wir, A sind wir. Ihr seht, dass ich auch jetzt schon wieder nach unten gehe. D sind wir, G, runter aufs H oder B vielmehr und E. So, ich stimme es mal ein bisschen grob. Ihr seht, es lässt sich ruhig schnell machen. Man muss das gar nicht so ganz genau machen, denn es geht im Moment nur um die Richtung, um die Tendenz. Das ist ein bisschen Akt. Also es langt nicht, wenn man das einmal durchstimmt, denn wie gesagt, wenn ich eine Seite runterstimme, dann gehen die anderen fünf nach oben. So, ich will euch das jetzt mal zeigen. Wenn ich mir hier zum Beispiel die G-Seite nehme, oder nehmen wir die D-Seite. Ja? Die D-Seite ist jetzt auf 0, also gut gestimmt. Ja? So, und wenn ich jetzt die G-Seite hochstimme, dann seht ihr, wie die D-Seite sich vom Wert, den da das Stimmgerät anzeigt, nach oben bewegt. Ich zeige euch das mal. D-Seite, ich stimme jetzt die G-Seite mal runter und ihr seht, die D-Seite geht nach oben, also praktisch exakt entgegengesetzt. Ja? Und das ist natürlich eine Sache, die hängt damit zusammen, dass wenn ich die Seitenspannung erniedrige auf der Seitenseite, dass dann die Federspannung überhand nimmt und das Vibrato-System nach hinten zieht und damit alle anderen Seiten nach oben ziehen. Das ist das Problem. Ja. Deswegen muss man jetzt schauen, dass man das richtig macht. Ich gehe nochmal grob aufs G und dann lässt sich praktisch schon an der Vibrato-Lage absehen, wie gut die Gitarre auf die Seiten vorbereitet ist. Ja, weil oft ist es ja so, man hat eine Gitarre, die ist auf 10er Seiten vorbereitet und man bespannt sie mit 9er Seiten, dann habe ich einen ziemlichen Unterschied von der Vibrato-Lage. So ist es so, hier waren 9er Seiten drauf, es müsste also recht okay sein. So, jetzt habe ich sie grob gestimmt. Noch nicht genau, ja. Jetzt schaue ich mir mal das Vibrato an und jetzt sehe ich, im Gegensatz zu vorher ist es etwas steiler nach oben. Ja. Das liegt daran, weil Ernie Ball-Saiten ein bisschen stärkeren Zug haben als Daddaio-Saiten. Ja. Und die Schavel hier ist werksmäßig mit Daddaios ausgestattet, ich weiß das. Und ich habe jetzt hier Ernie Balls genommen, die haben einen etwas stärkeren Zug. Das heißt, ich muss die Federkralle auf der Rückseite mehr anziehen. Das heißt, ich mache das jetzt mal. Ich hab da so meine Erfahrungswerte. Wenn es so steil ist, sage ich jetzt mal lang 2/4 auf jeder Seite. 1/4. 2/4 würde ich jetzt mal mutmaßen. Jetzt gehe ich mal 1/4, 2/4. Dann mache ich so, dass ich die Feinstimmer hinten erstmal auf Mittelstellung setze. Dann mache ich es immer so: ein Feinstimmer hat so einen Aktionsbereich von ungefähr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Drehungen. Also 14 Drehungen mit dem Finger. Das heißt, ich drehe im Grunde alle raus und drehe sie dann 7 Umdrehungen rein und dann bin ich immer in der Mitte. Müsst ihr mal probieren, wie viel eure Feinstimmer so hergeben. Aber also beim richtigen Floyd Rose-System sind es 14. Das heißt, ich habe jetzt hier 14 raus. Jetzt kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann habe ich sie alle in der Mitte. Und dann sieht es auch ganz gut aus. Und jetzt habe ich eine gute Basis, um die Gitarre fein zu stimmen. Und vor allen Dingen, was jetzt im Mittelpunkt steht, beim Feinstimmen, das habe ich ja davor noch nicht gemacht, weil ich wollte die Gitarre erstmal grob stimmen, damit das Vibrato-System von der Lage her praktisch erkennbar ist. Was jetzt wichtig ist beim Feinstimmen, ist, dass die Saiten gedehnt werden. Ihr müsst die Saiten dehnen und ihr seht es, dass ich das recht kräftig mache mit den Fingern hier, mit den Fingern und unter dem Daumen. Das muss richtig abgehen und manchmal merkt man es auch, dass die Saite so ein Stück nachgibt. Das ist auch gut so. Ja. Wenn euch die Saite dann wegfliegt, ist es auch kein Problem. Dann müsst ihr halt eine neue aufmachen, dann war sie eh nicht gut, aber in der Regel fliegen die nicht weg. So, jetzt habe ich es ein bisschen gedehnt. Jetzt sehe ich auf dem Vibrato-System schon, okay, so viel ist gar nicht passiert, denn ich habe die Saiten davor recht stramm auf die Mechaniken gewickelt. Ihr habt ja gesehen, ich habe vorhin schon sehr stark gezogen. Das heißt, jetzt ist praktisch der Effekt der Dehnung nicht so sehr stark
wie als hätte ich die Seiten so lose aufgewickelt, ja, und würde hinterher praktisch die Seiten ausdehnen, da würde der merken, boah, die Seite rast um einen Halbton runter oder sogar einen Ganzton runter. Das ist echt manchmal krass, wenn wir so neue Gitarren bekommen und wir stellen die ein, wir machen die Nuss auf und wir fangen an zu stimmen und ziehen die Seite, dann hören wir manchmal so und denken so, boah, wo kam das denn jetzt her? Liegt daran, dass die Seiten von Werk aus nicht sehr gut aufgezogen waren. Ja? Hier in dem Fall habe ich es jetzt ganz gut hinbekommen am Anfang schon. Das heißt also, der Effekt des Seitendehens ist nicht mehr so stark wie bei einer Werksgitarre. Insofern bin ich jetzt schon fast dabei. Ja, und was jetzt noch kommt, ist praktisch die Vibrato-Kontrolle nach dem Motto, wie liegt das Ganze? Ich bin jetzt wieder so am Feinstimmen. Jetzt sieht man schon ganz gut. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Das Vibrato liegt parallel zur Decke. Ich könnte jetzt noch eine Viertelumdrehung geben. Das mache ich vielleicht auch noch. Dann ziehe ich noch ein bisschen hier. Eine Viertel kann ich machen. Also kann man sich dann rantasten. Klack, das war's. Jetzt geht's los. Jetzt sind die Saiten insgesamt nach oben gekommen. Das heißt, die stimmen praktisch von oben wieder runter. Dehnen die Saiten nochmal. Stimmen von oben runter. Zack, das war's. Ja, jetzt gefällt mir es gut. Jetzt kann ich im Prinzip eine Feinstimmung vornehmen, denn man sollte die Gitarre erst abklemmen, hier oben an der Nuss, wenn die Saiten wirklich perfekt gestimmt sind, denn man hat mit den Feinstimmern keinen großen Aktionsradius. Also wenn man da jetzt einen Viertelton nebendran liegt, dann hat man nicht die Möglichkeit, das mit den Feinstimmern hinzubekommen. Perfekt, jetzt schnappe ich mir meinen Imbusschlüssel, mache hier oben die Nuss zu und das ist das, wovon ich hier gesprochen hatte. Die Saiten werden hier an diesem Klemmbock sozusagen mit den Plättchen abgedrückt. Das heißt, ich mache hier, perfekt, ja. Zack, mache es hier zu und dann ist die Saite praktisch eingeklemmt zwischen dem Klemmbock oder der Klemmnuss oder Locking Nut, wie man es auf Englisch sagt, und dem Vibratorsystem, wo die Saiten ja auch eingeklemmt sind. Dann habe ich keine Möglichkeit mehr, die Saiten zu verstimmen. Das heißt, ich kann wirklich diese ganzen extrem Vibrato-Sachen machen und die Gitarre ist nachher immer noch gestimmt. Voll geil. Jo, da sind wir schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute gezeigt, wie man auf einer Floyd Rose Gitarre Saiten wechselt. Und ihr wisst ja, wenn ihr keine Floyd Rose Gitarre braucht, kauft auch keine. Wenn ihr eine haben wollt, dann kauft eine. Und dann müsst ihr halt auch lernen, wie man mit dem Ding umgeht, wie man sie einstellt. Und dann habt ihr natürlich auch Möglichkeiten, die keine andere Gitarre bietet. Wir stellen alle Gitarren, die in Verkauf gehen und die verkauft werden und auch verschickt werden, ein. Das ist mir wirklich ein ganz großes Steckenpferd, wisst ihr ja. Und wenn ihr herkommt und eure hier gekaufte Gitarre mitbringt, könnt ihr auch unseren einjährigen Einstellservice in Anspruch nehmen. Super geil. Einfach mal herkommen, den ganzen Jungs, die hier im Verkauf arbeiten, über die Schulter schauen. Macht super Spaß und mir jetzt erst Spaß gemacht. Ich sage tschüss.